Glück auf! Heute Morgen begann der Tag. Wer kann sich noch dran erinnern? Ich hab sie gefunden. Oh, wo macht er denn da? Flachkörper? Wir hatten gerade Besuch aus Norwegen. Norwegen. Aus Norwegen, die gucken unsere Videos. Wir werden was unternehmen. Und ihr seid dabei. Naja, warum hat man Pickup, wenn man den Kindern das nicht ermöglicht? Rollen. Und hier, wie wir? Ja, das interessiert die Leute nicht. Aber. So, hier sind wir gerade in der roten Zone. Keine Ahnung, was das ihr Lieben, ein kleiner Nachtrag. Die Kids gucken gerade, was man hier so Lost Place technisch machen kann. Aber nicht, dass ihr glaubt, ich habe rumgejammert, ne? Andere Kamera wieder aktiv. Ich weiß nicht, was bei den anderen für Aufnahmen bei rausgekommen sind. Ach, egal. So, erstmal eine akute Bierkühlung vornehmen. Huiuiui. Hier oben geht weniger Wind als unten. Oder? Oh, Affenkotelett? Mhm. Du auch ein Affenkotelett? Na klar, Banane ist Affenkotelett. Jetzt nicht mehr. Also, ich schmier da hinten hier rum, komm. Jo, jetzt erstmal 5 Minuten runterkommen. Ich trinke mein Bierchen, Millie trinkt einen Kaffee. Und dann gehen wir, glaube ich, noch mal runter ins Wasser. Genau. Weil wir haben Temperatur. Aua, aua, aua. Och jo. Hat sich nicht wirklich was verändert. 15:06 Uhr. Ja, 17:08 Uhr. Wir müssen noch mal ins Wasser. Dem Papa hat die Mittagssonne und dann eine, zwei Bierchen ganz schön zugesetzt. Puh, wir brauchen eine Abkühlung. Genau. Wir nehmen nicht das ganze Gerumpel mit. Nope. Nö, machen wir nicht. Aber so geil. Gerade war eine graue Wolke, es hat ein bisschen gegrummelt. Und ringsrum hörst du die ganzen Heringe kloppen. Bing, 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 bing. Was habe ich gemacht? Pack die Drohne aus, guck mir die ganze Scheiße erstmal an. Da die Bilder. We'll be right back.
Wir haben jetzt was gegessen. Was guckst du da? Philipp guckt PJ Adventure. PJ, wenn du das irgendwann mal sowieso nie sehen solltest, Alter, lass einen Daumen da. Ja. Schlachtfeld wird beseitigt. Ich für meinen Teil gehe jetzt duschen, weil ich muss mich ja immer ums Essen kümmern. Während wir duschen sind. Während ihr duschen seid, genau. Nach dem Duschen stellt sich eigentlich nur eine Frage. Wann gehe ich wieder duschen? Man könnte den Spruch umbenennen. Nach dem Duschen ist vor dem Duschen. Sag mal, mache ich heute vielleicht noch eine Umschulung? Heute noch? Ja. Was noch geht? Ja, so. Hast du das Ding aufgeladen? Dann kriege ich das hin. Ich habe nichts gemacht. Ach ja. Thema. Muss mal gucken, wo das ist. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend und sagen einfach mal bis morgen. Das kann man gar nicht. Ganz früh morgens, Tag 6. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute hat da jemand seinen ganz großen Tag. Heute darf wieder jemand reiten. Reiten. Ja. Leute, ich stehe gerade eben am Schlachtfeld, bin aber eigentlich im Keller und habe festgestellt, dass Teil 4 für uns eigentlich ein ganz besonderer Teil ist. Ja, es ist immer überall Baustelle. Man weiß ja nicht, was kommt. Aber Teil 4 ist für uns was ganz Besonderes. Teil 4 ist unser 100. Video auf YouTube. Und daher möchte ich mich einmal bei allen bedanken, die uns supportet haben, die einen Daumen da gelassen haben, die einen Abo da gelassen haben, die kommentiert haben. Leute, ihr seid alle genial. Ganz am Anfang sage ich ganz ehrlich, ich hätte niemals an 100 geglaubt. Danke. Ey, die ist am Strahl. Da ist ein Wahnsinn. Ausritt. Leute, ich glaube, etwa ganz wenig mit Gequatsche, viele Impressionen. Ich verlinke euch nochmal von Horse Life Riding die Internetseite, die Instagram-Seite. Und seid so nett, abonniert die. Die machen hier echt viel für die Tiere. In den anderen Videos habt ihr ja, ja schon gesehen, mit den Schildkröten, Ziegen und dergleichen. Die sind auch super nett hier. Ja, und da ist auch mit Sicherheit hier keine Tierquälerei. Ja. Ist jetzt mal Werbung. Wir haben dafür nichts gekriegt. Wir haben eher mehr bezahlt, als wir bezahlt hätten müssen. Aber das war uns wert. Ein wenig akklimatisiert. Zwar immer noch nicht restauriert.
Aber habe jetzt gerade noch ein bisschen bei Instagram rumgeklimpert, habe ja auch ein paar Videos mit dem Handy gedreht vom Reiten und so weiter. Aber wisst ihr was? Alter, wenn dein Handy kurz vorm Explodieren ist, ne? Dann musst du einfach mal auf den Kühlpack legen. Es war so warm, ich konnte es nicht mehr in der Hand halten. Stimmt's oder habe ich recht? Du hast es getestet. Ja, stimmt. Ja. Eiswürfelmaschine immer noch beste Erfindung. Beste Erfindung ever. Beste Entscheidung ever. Ever, ever, ever. Ever, 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 ever. Aber ever, 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 ever. Jetzt werde ich mal versuchen, diese Kamera irgendwie wieder aufzuladen, weil irgendwie spinnt hier gerade alle Kabel und alle Stecker rum. Jetzt habe ich wieder was zu tun, weil man hat ja sonst nichts zu tun. Apropos nichts zu tun, ich habe mir ja sogar Arbeit mitgenommen in den Urlaub. Diese Leiste dort. Das ist mal wieder. Ich habe ja bis jetzt nur die andere erst repariert. Ich habe ja die da hinten mal irgendwann mal repariert. Aber jetzt ist die hier ja auch schrott. Ne, ist ja hier wieder typisch. Ich habe sogar dicker Silbeil. Aber ich habe gar keinen Bock. Das ist so einfach zu heiß. Ich habe aktive Unlust. Ja, wenn du wieder Besuch kriegst, ne? Das ist ja nur ein Bruchteil von dem. Ist auch egal. Dann ist auf jeden Fall der Vormittag, der Mittag und der Nachmittag fast eine Wurst. Da ist immer noch nichts passiert, da oben auch noch nicht. Und jetzt schreien sie alle, die wollen ins Wasser. Genau. Ja, Mutter, erzähl du doch mal. Wo fahren wir denn hin? Zu den Pools. Zu den Pools? Mit okay. Freunden. Genau, mit, die wohnen da jetzt zwei Etagen nebenan. Fahren wir jetzt? Ja, nein, wir fahren nicht. Wir fahren. Geworden. Wir haben kein Fahrrad, wir haben gar nichts. Fahren ist nicht mehr. Wir gehen jetzt zu den Pools. Die Frauen haben wir jetzt duschen geschickt. Wenn die gleich wiederkommt, kriege ich den ersten. Ich schneide mir jetzt nämlich die Haare, damit ich irgendwann auch mal fertig werde. Wir haben hier schon wieder 8:30 Uhr. Aber irgendwas muss ja jetzt mal passieren. Ich renne hier rum wie so ein Pool. Guck dir das Graue mal da an, das ist alles von den Kindern. Das ist fast weiß. Da wird immer weniger da vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Egal, muss ich mit leben, oder? Ja. Ey, da kommt gar nichts. Siehst du? Klappt nicht. Weil da hast du die Länge nämlich schon erreicht. Okay. So, ich mach jetzt mal Pause und warten auf die Frau, dass die noch vielleicht ein bisschen die Ränder macht. Wie schlimm ist es, Philipp? Hm. Oben drauf geht, aber die Ränder sind halt noch schnell. So, Lieben, ich sitze hier schon wieder jetzt im Kerzenschein. Meine Haare seht ihr nicht. Die sind noch nicht ganz fertig. Weil Melanie hatte wieder ganz tolle Vision. Sie hatte eine Ameisenstraße im Wohnwagen. Somit sind meine Ränder noch eine totale Katastrophe, aber ich bin rasiert. Ja, die beiden sind jetzt spülen. Motte ist mit dem Kumpel da hinten spielen. Und ich mache jetzt eine Cola mit schönen kalten Eiswürfeln. In dem Sinne sage ich euch jetzt mal gute Nacht. Denkt dran, für euch ein Augenzwinkern. Für mich einmal schlafen. Guten Morgen. So, wir haben schon gefrühstückt. Es ist jetzt schon wieder mega heiß. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns fertig machen. Aber ich habe jetzt die Kamera gemacht. Der Guido ist flüchten gegangen. Der hat ja gestern sich rasiert, ne? Haare. Und jetzt will er nicht rauskommen, weil er meint, das sieht scheiße aus. Guido! Komm doch mal raus! Ja, komm ich nicht, er ist von los gegangen. Hat er selber gemacht, das wurde auch schon dunkel. Ach komm! Nein!
Ist er wieder weg. Komm mal raus. Da ist aber was mächtig in die Hose gegangen. Baby, schüttel dein Haar für mich. Ah. Okay. Wie kann man so viel Mist mit im Urlaub schleppen? Das frage ich mich auch. Schon erzählt, was wir machen? Nee, aber ich guck gerade, wir müssen nochmal nachrasieren bei dir, ne? Ja, vor allem den Nacken hier, das ist ja alles noch nicht gemacht. Ja, es war ja dunkel gestern, als wir dann mit allem fertig waren. Da siehst du ja nichts. Tja. Machen wir das jetzt noch, bevor wir losgehen? Dann muss ich wieder duschen. Ich meine, das sieht jetzt nicht schlimm aus, außer dass du hier halt ein paar hochstehen hast oder so, ne? Ein paar hochstehen hab. Ja, so Büschel. Ja, so ein Büschel. Büschel da. Ja. Aber... Hast du denn erzählt, was wir machen, wo wir geplant haben? Nee, ich habe noch nichts erzählt. Nur, dass wir jetzt fertig sind mit Frühstück. Wir wollen mal irgendwie so ein bisschen rausfahren, ne? Richtung Pack, Richtung zu unserer Brücke. Da hinten ist ja diese Festung, die wir letztes Jahr nicht gesehen haben. Die wollen wir uns mal angucken. Wenn man denn da hin kann. Wollen mal bei strahlend blauem Himmel uns die Biere ein bisschen weich kochen lassen. Es ist drückend heiß. Und dann bei dem Wetter ein Ausflug. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit immer nur da am Pool. Erstmal sind da keine Schirme, keine Bäume. Da bist du halt direkt die ganze Zeit in der Sonne. Ja, Meer. Klar gehen wir auch noch ins Meer. Aber man will ja auch noch mal was sehen und nicht nur am Platz sein. Ne? So. Aufi, aufi. Da fliegt die Drohne. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Die Brücke hast, wie geil.
ist wieder übertreiben, ne? Nur ein bisschen. Und warum? Weil wir es können. Weil wir es können. Ich finde, da ist er durchgelaufen, ne? Von unten ist noch alles, alles braun. Prost! Aufi, aufi! Saufi, saufi! Wir trinken.